Elmo war schon länger nicht mehr da. Und dementsprechend sieht es jetzt hier aus. Es war am Anfang nur ein Hühnchen. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Paradise. Ja, dieses Mal leider wieder alleine in der Folge, denn es ist zwar Wochenende, aber es ist unglaublich wenig los auf dem Server. Irgendwie ist kaum einer da und ja, es ist alles ein kleines bisschen einsam im Moment. Deshalb nehme ich erstmal noch eine Folge wieder alleine auf und mal schauen, was sich so ergibt. Ich habe in der Zwischenzeit, ups, das laggt ein wenig, in der Zwischenzeit nicht so wahnsinnig viel gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll und was ich machen kann. Und irgendwie ist alles ein bisschen blöd im Moment. Ich habe aber, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, ich habe einen neuen Hund. Und wie es aussieht, ist es Nacht draußen. Das heißt, ich lege mich mal ganz kurz hin. Und kann ich nicht, weil Monster in der Nähe sind. Gut, dann baue ich das Bett halt wieder unten hin. Also wie gesagt, es ist nicht so furchtbar viel passiert in der Zwischenzeit. Ich habe die Schmiede gebaut. Also das habt ihr ja in dem letzten Teil schon gesehen, dass ich die fertiggestellt habe. Ich habe da noch ein paar kleinere Änderungen vorgenommen, so dass sie jetzt auf jeden Fall komplett ist. Ich wollte sie aber insofern noch ausbauen, dass ich... Ey, lass mich raus. Dass ich auf jeden Fall da... Warum zum Henker sind hier Pigmänner? Autsch. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum hier diese Pigman-Viecher rumgelaufen sind. Also aus meinem Höllenfall können sie nicht gekommen sein. Ich wollte da auf jeden Fall bei der Schmiede noch einen Anbau dran machen, wo dann der Verzauberungstisch reinkommt. Weil ich bin ja nicht nur für Waffen und Rüstungen dann zuständig, sondern auch für die Verzauberungen. Wenn das Ganze hier denn dann mal Form annimmt. In der letzten Folge von Captain Lucky, die ich euch unten auch in der Videobeschreibung verlinken werde, also auf jeden Fall, erster Link unten in der Videobeschreibung, ist die letzte Folge von Captain Lucky. Da haben wir darüber gesprochen, dass wir gerne eine Währung hier einführen möchten, so ein Währungssystem. Sprich, dass wir hier auch bezahlen können. Und wir brauchen allerdings noch einen Namen für diese Währung. Also so wie es bei uns halt Euro und Cent gibt, müssten wir einen Namen für diese große und kleine Währung, sage ich mal, finden. Und da wäre es halt super, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen würdet und uns vielleicht Vorschläge senden würdet, was man denn für Namen für diese Währung nehmen könnte. Und wenn das Ganze dann endlich irgendwann mal Form angenommen hat, sage ich mal, dann könnte das ja auch alles ein bisschen besser funktionieren mit den einzelnen verschiedenen, ja, ich sag mal Händlern, die hier dann versuchen, ihrem Handwerk nachzugehen. Ich habe in Elmos Haus hier jede Menge Hühnchen gezüchtet in der Zwischenzeit. Elmo war schon länger nicht mehr da. Und dementsprechend sieht es jetzt hier aus. Es war am Anfang nur ein Hühnchen. Bitte nicht Haushuhn Herbert töten. Also er hat am Anfang ein Hühnchen gehabt. Das war Herbert. Wer von den ganzen jetzt Herbert ist, weiß ich natürlich nicht mehr. Allerdings hat Herbert halt immer Eier gelegt und die Eier habe ich halt immer hier reingeschmissen. Und aus dem einen Hühnchen sind dann jetzt halt ganz, ganz viele Hühnchen geworden. Ne? Jedes Mal schmeiße ich halt die Eier wieder hier rein. Also ich gehe hier hin und wieder mal rein und gucke, wie es den Hühnchen so geht. Und dann schmeiße ich halt die ganzen Eier wieder und dann kommen da immer Hühnchen raus. Und dementsprechend hat er jetzt ein paar mehr Hühnchen als vorher. Muss man immer aufpassen, dass man die Hühnchen nicht trifft. Also, soweit ich weiß, machen die Eier ja hier auch keinen Schaden. Obwohl doch, ja, unsere Eier machen Schaden. Was zum... Okay. Ich habe... Ach, lauft mir doch nicht immer in die Bahn hier. Ihr da seid doch auch doof. Ich habe... am Anfang irgendwann, so in seinen ersten Folgen, glaube ich, hat Captain Lucky mal den Vorschlag gemacht, dass man so eine Art... Paradise Vlog macht, indem man einfach versucht, hin und wieder mal so spezielle Szenen aufzunehmen, die aber halt nicht als ganze Folge fungieren. So, ne?
sondern dass man einfach irgendwie ein bisschen den Moment abpasst, wenn gerade was Cooles passiert und dann aufnimmt und das dann so die ganzen vielen kleinen Szenen, die dann cool waren, zusammenschneidet zu einem großen Vlog. Das habe ich dann mal gemacht. Ich habe einen knapp 10 Minuten Vlog, glaube ich, mittlerweile schon zusammen, den ich euch dann die nächste Zeit auch einmal hochladen werde. Und ja, dann mal schauen. Hier habe ich übrigens die Preise jetzt mittlerweile auch festgelegt. Solltet ihr hochwertiges Werkzeug, wollt ihr hochwertiges Werkzeug erstehen, so bringt mir etwas von gleichem Wert. Seid ihr euch des Preises unsicher, so schaut in diese Truhe nach, in dieser Truhe nach und werdet zugleich schlauer. Hier ist ein beschriebenes Buch drin, in dem ich die Preise für Eisenspitzhacke, Steinspitzhacke, Eisenschaufel, Eisenaxt und Werkzeuge von anderen Materials festgelegt habe. Das Buch ist jetzt hier immer drin. Ich hoffe, jeder ist so schlau und wird dieses Buch wieder dahin zurücklegen, wo es hingehört und wird nicht irgendwelchen Mist noch reinschreiben. Das wäre nämlich sehr unschön, sage ich mal. Hier haben wir noch: Ihr wollt hochwertige Waffen, ob Bogen oder Schwert, bringt mir das nötige Material, so zahlt ihr für alles nur 3 goldene Nuggets. Und Preise für Verzauberungen aller Art, genauso wie für Rüstungen, habe ich übrigens vergessen, werden explizit mit mir zusammen festgelegt. Denn für die Verzauberung muss ich ja schließlich dann auch immer meine eigenen Level zahlen. Ne? Wie mit Leveln bezahlen funktioniert halt leider noch nicht. Dementsprechend muss ich immer meine eigenen dafür draufgehen lassen. So, ich habe auch mein Häuschen jetzt noch ein bisschen verändert. Also das Dach hat mir absolut überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich jetzt angefangen, das Ganze noch ein bisschen umzubauen. Hier oben gibt es jetzt dementsprechend das Lager, was ich so ein kleines bisschen umgearbeitet habe. Ich brauche sowieso nie so riesige Kisten. So viel Zeug habe ich hier eigentlich nie. Deswegen hier so mein kleines Lager. Das hier ist natürlich geblieben, aber jetzt muss ich halt gucken, was hier oben halt noch dran kommt, sozusagen. Ich bin noch am Überlegen. Ja, ich weiß es halt noch. Oh, Moment, hier ist noch keine. Ah, Hilfe! Da ist noch keine Treppe runter. Ja, dementsprechend wollte ich hier jetzt eigentlich auch dran weiterarbeiten, gerade um wenigstens mal in einer Folge ein bisschen produktiv zu sein. Das hier mit den Zäunen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so richtig gut. Habe ich halt hier auch gemacht. Hier halt so kleine Fenster und dann so Zäune drumherum. Und hier wollte ich eigentlich auch irgendwas anbauen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich glaube, ich baue hier einfach mal so eine Art Küche oder sowas dran. Ich guck mal, was habe ich denn für Holz? Ich habe hier Eichenholzbretter. Mal schauen. Also ich wollte einfach ganz gerne mein Häuschen noch ein bisschen ausbauen. Und das funktioniert halt jetzt eigentlich nur, indem ich es halt noch nach hinten ausbaue. Nach oben kann ich natürlich auch. Ist aber, glaube ich, dann so ein bisschen umständlich. Ach Quatsch, Eichenholz habe ich hier mit drin. Nehme ich mal noch das Birkenholz mit. Das Birkenholz finde ich nämlich auch sehr, sehr cool. Fichtenholz nehme ich auch mal. So. Hier wieder das ganze Monsterzeugs mal rausschmeißen. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, wie man Kaninchenragout macht. Ich finde, das sieht echt lecker aus. Muss ich schon sagen. So, also hier auf dem Bild, finde ich, sieht das echt gut aus. Ach so, ich wollte die Kartoffeln mal noch in den Ofen schmeißen. Da, wo habe ich die Kohle? Da habe ich die Kohle. So. Ich packe jetzt einfach einen ganzen Stack Kohle in diese Öfen rein. Ich bin es echt leid, dass ich die ständig. Ja, mein Facebook. Oh Gott, ich vergesse einfach jedes Mal Facebook auszumachen. Ich bin so ein schlauer Mensch. Dann verteile ich hier noch die Kartoffeln. So. Also an Essen mangelt es mir definitiv nicht. Da habe ich wirklich mehr als genug von im Moment. So, das unfertige Essen tue ich mal mit hier rein. Nein, die Sticks brauche ich, Dankeschön. Bogen und Werkzeug kommt, glaube ich, unten in die große Kiste. Also hier habe ich immer so Werkzeug und so ein Stuff drin. Ja, Glas tue ich auch mal mit hier rein. So. Und dann gucke ich mal, wie ich hier weitermache. Mein Mitbewohner hat mir wahrscheinlich gerade über Facebook geschrieben. Der ist momentan unterwegs. Und will mir dann jetzt wahrscheinlich schreiben, dass er sich auf den Heimweg gemacht hat. Es ist Sonntagnachmittag. Um genau zu sein, ist es 16:21 Uhr. Ich habe um 16:12 Uhr mit der Folge angefangen. Nur für all jene, die es interessiert. So, kann ich hier wenigstens mal so ein kleines bisschen produktiv sein in meiner Folge.
Ich wollte hier eigentlich auch irgendwo noch so einen Stall anbringen, dass ich wenigstens irgendwie meine eigenen Kühe oder sowas habe. Allerdings habe ich mir dann überlegt, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwer noch auf die Idee kommen wird, eine Farm oder sowas zu machen, die dann für die Allgemeinheit ist. Ich hoffe zumindest, dass irgendwer noch auf die Idee kommt, das zu tun. Dann muss ich das nämlich nicht selbst machen. So, ich denke mal, hier mache ich dann jetzt auch so ein paar Fensterchen rein. Wartet mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Heißt, da mache ich auch noch eins rein. Ich glaube, ich will mal was ausprobieren. Jetzt ist natürlich meine Axt kaputt gegangen. Super. Das ist Planung, das ist Timing. Yay. Ich würde gerne mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich hier so Zaunbalken dazwischen setze. Und dann, wenn ich jetzt Glas dazwischen packe. Jetzt habe ich das Glas natürlich oben gelassen. Oh Gott. Das ist, ich bin etwas verplant heute, müsst ihr. Oh, ups. Wobei das vielleicht gar nicht so schlecht aussehen würde, wenn ich hier auch noch so. So. Geht hier natürlich nicht, weil hier das Ding in dem Weg ist. Ist blöd. Ist keine Zäune mehr. Okay, das funktioniert. Es funktioniert alles super. Ja, ich weiß, das ist alles geplant. Nein, nicht hier. So. Zack, zack. Zäune, danke. Was wollte ich jetzt nochmal? Ich wollte das Glas holen, richtig? Richtig, das Glas ist unten. Und ich wollte mir eine neue Axt machen. Dafür brauche ich Eisen. Eisen ist oben. Eisen ist hier. So. Dann brauche ich wieder ein paar Sticks. So, neue Axt. Dankeschön. Damit kann man doch was anfangen hier. So, halt, ich kann ja direkt hier runter. Poke, ouch, fertig. So, wenn ich jetzt hier Glas hinsetze, könnte ein bisschen kühl werden. Das könnte ein bisschen ziehen, muss ich sagen, wenn hier so, ne? Aber wie ist das denn mit Glasscheiben? Wartet mal. Ist das nicht, wenn ich hier so viel Glas Dingsbums und dann. Nee, das war, wenn man. Nee. Wartet, das ist anders, glaube ich. Oh, ich brauche eine Werkbank. Ich habe keinen Bock, immer hier hochzurennen, damit ich irgendwas craften kann, ey. Ist ja schlimm. Schlimm ist das. Gib mir eine Werkbank. So, danke. Okay, Bett sollte ich mir vielleicht auch mitnehmen. Ist nicht schlecht, wenn ich dann draußen pennen kann, beziehungsweise. Ich gehe jetzt einfach mal hier unten pennen und dann ist gut. So, oh, ich habe doch ein Bett. Ich habe sogar zwei Betten. Warum habe ich zwei Betten dabei? Ach, keine Ahnung. Egal. Ich gehe jetzt einfach pennen und dann ist gut. Bleibt das jetzt einfach hier unten stehen. So. Ich bin, wie gesagt, etwas verplant momentan. Yay. Chaka, chakalaka. So. Gucke ich jetzt mal, wenn ich hier meine Workbench hinsetze, dass ich hier Glasscheiben mache und dann mal gucke, wie das wirkt. Ups. Klappt überhaupt nicht. Da habe ich ganz offene Fenster. Das ist auch nicht schlecht. Also offensichtlich klappt das so nicht. Finde ich ehrlich gesagt aber ein bisschen schade, weil eigentlich. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn ich hier Fenster hätte, wo so irgendwas noch in der Mitte ist. Aber was? Die Frage. Ich finde es halt blöd, wenn ich hier so zwei kleine Fenster habe, wo hier so ein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht lasse ich es auch einfach erstmal so. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier ein großes Fenster mache. Mit den Glasscheiben. Ja, ich lasse es einfach erstmal so. Lasse ich erstmal die Glasscheiben da. Also wie ihr vielleicht in der Folge von, also ihr könnt unten, wie gesagt, in der Folge bei dezenten Sprachdurchfall gerade. Ihr könnt unten auch gerne in der Folge von Captain Lucky vorbeischauen. Der hat auf jeden Fall ja, kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz hier. So. Genau, das sind Leitern, sehr schön. Der hat in seiner Folge auch nochmal. Was wollte ich denn jetzt ansprechen? Leute, ich habe vergessen, was ich ansprechen wollte. Ist egal. Kann man jetzt nicht ändern. Ja, Facebook. Entschuldigung.
Die Sonne kommt raus, das kitzelt in der Nase. Ach ja, das wollte ich sagen. Captain Lucky hat in seiner Folge auch noch angesprochen, was wir jetzt hier alles noch hinbauen möchten. Das ist einiges. Wir möchten auf jeden Fall vorne, also bei ihm an dem kleinen Flüsschen hinten an der Taverne vorbei. Ich habe euch die Taverne, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Habe ich euch die Taverne schon gezeigt? Ich will jetzt einfach kurz die Taverne zeigen. So. Also, hier, Captain Lucky hat sein Häuschen ordentlich ausgebaut. Desperions sieht auch nicht schlecht aus im Moment. Tobi ist leider nicht mehr angekommen. Also nicht mehr so. Ja, ich weiß, mein Gott, mein Facebook. Hier, dieses kleine Häuschen, gehört Erik alias Seed, auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Ist sehr, sehr cool mittelalterlich geworden, finde ich auf jeden Fall. Wirklich, sieht richtig gut aus, finde ich. Und er hat so einen richtig schönen Garten hier hinten gebaut. Ich muss mal hier die Türen wieder zumachen. Ist so ein richtig schöner Garten mit so einem kleinen Teich und Bäumen, finde ich richtig, richtig schön. Und hier kommt, wie gesagt, die Taverne dann hin. Und ich habe Hunger. Hier hinten, wie ihr vielleicht so im Ansatz erkennen könnt, soll ein Hafen hin. Und da unser Captain ja nun einmal ein Captain ist, gehört ihm natürlich auch ein Schiff, das dann irgendwann hier hinkommen wird. Der Spawnpunkt mit der Farmwelt ist jetzt hier gesetzt. Der soll später dann auf dem Schiff drauf sein. Und ja, hier hat er momentan noch an einem Ladekran gebaut für unseren Hafen. Gefällt ihm noch nicht so ganz gut. Und hier soll halt ein großer Marktplatz noch hin. Da haben wir in seiner Folge geebnet und Bäume weggetan und bla. Also wie gesagt, hier soll noch ein Marktplatz hin. Hier soll noch ein Schiff hin, der Hafen wird noch ein bisschen ausgebaut. Das sind alles noch so Pläne, die wir noch für die Zukunft haben. Ist natürlich aber alles noch in ferner Zukunft. Wir müssen jetzt natürlich erst einmal gucken, dass die Stadt so ein bisschen Gestalt annimmt hier. Ich habe natürlich momentan das Problem, was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist. Ich habe momentan noch das Problem, dass ich mein eigenes Häuschen noch nicht so ganz auf die Reihe bekomme. Die Schmiede habe ich jetzt natürlich schon fertig, das finde ich schon mal ganz gut, aber irgendwie bin ich halt mit meinem eigenen Häuschen noch nicht so ganz zufrieden. Das stört mich dann schon doch noch ein bisschen. Jetzt gucke ich mal hier, ein Stück Kartoffeln, alles. Jetzt gehe ich hier, könnte man, das ist die Mitte, ne? Müsste die Mitte sein. So, kann ich jetzt hier, habe ich, hahaha, wie lustig. Ich weiß, ich bin ein sehr schlauer Mensch. So, dann kann ich hier natürlich nicht die Tür dahin hinbauen. Dann würde ich die am besten hier hinbauen. So, dass man auch von hier aus natürlich in die Wohnung reinkommt. Ja, ich weiß, der Boden muss natürlich auch noch geändert werden. Dann hätte ich den Ofen dementsprechend auch da stehen lassen können. Ich mache aber, vielleicht packe ich hier auch meine Küche rein. Das wäre doch eine coole Idee. Dass ich hier so eine Kochecke hinmache. Zu Öfen. Und dann muss ich jetzt auf jeden Fall, habe ich eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel. Mir klar, dass ich keine Schaufel habe. So. Ups. So, dann werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier den Boden ausheben. Und mal schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier sowas wie eine Küche draus machen werde. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe auch so relativ coole Ideen, wie man eine Küche gestalten könnte. Oben kommt dann halt mein Lager hin, unten ist mein kleines Chemielabor. Und wie gesagt, der Verzauberungstisch, der wird noch umziehen in. Ich glaube, hier mache ich jetzt Birkenholzboden hin. Das wäre doch cool, oder? Ich finde das Birkenholz hier auch mega gut. Ich finde, das sieht richtig toll aus. Mache ich hier jetzt den Birkenholzboden hin. Ups. Ach so, was ich euch auch noch zeigen wollte, das zeige ich euch gleich auf jeden Fall auch noch. Das wollte ich euch, glaube ich, schon die letzten drei Folgen zeigen und habe es halt immer vergessen. Wir haben eine Live-Map zu zu diesem Server, den ihr jederzeit auf, also online könnt ihr diese Map jederzeit sehen. Könnt darauf auch verfolgen, was wir gerade tun, live. Es ist nur, glaube ich, eine 5-Sekunden-Verzögerung oder sowas. Also nicht viel. Und da könnt ihr halt explizit beobachten, was wir wann bauen. Und das finde ich eine sehr coole Sache. Aha.
Ich merke schon, ich muss die Folge auch wieder beenden. Dann zeige ich euch hier im Anschluss noch die Live-Map und kann euch mal ganz genau zeigen, was denn dann, beziehungsweise der Link zu der Live-Map ist auch unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr dann jederzeit gucken, was hier auf dem Server passiert, wer online ist und ja, dann bis gleich.